Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, A Wonderful Life. Ich habe hier gerade schon, was war's, blaue Pfirsiche geerntet und jetzt geht's weiter mit dem blauen Orangen-Poponchen. Oh yeah. Ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich bringt, dass die blau sind, aber hey, sie sind blau. Wahrscheinlich kann man die für mehr verkaufen, vielleicht sind die auch für ein paar Rezepte gut. Sie existieren. Ich finde, sie haben es in dem Spiel ein bisschen übertrieben mit den ganzen Kreuzungen und so, aber ist okay. Das ist, glaube ich, so das Kernelement des Spiels hier. Alles klar. Hi, was geht? Hey, Morgan. Die Sonne kann im Sommer tagsüber ziemlich intensiv sein, aber wenigstens können wir uns im Schatten entspannen. Okay, danke, Schatz. Das ist eine tolle Weisheit oder sowas in der Art von dir. Ich habe auf jeden Fall wieder, was habe ich denn hier? Melo-Melo-Samen. Gehen die? Ja, die gehen. Oh, yes. Ich würde gerne hier so ein Dreierfeld damit haben. Dankeschön. Wie geht's hier weiter? Oh ne, jetzt habe ich nur noch 7. Das ist ja ekelhaft. Wie mache ich denn das jetzt? Oh, hier wächst gerade alles ein bisschen. Das ist schön. Dann klatsche ich einfach mal hier 4 drauf. Ich bin da so ein bisschen eingespinnt. Ich bin da eigentlich schon so Hashtag Team Chaos. Aber ich versuche exklusiv nur für euch hier nicht ganz so auszurasten. Unordentlich. Guck. Nein! Und verkackt. No, ich wollte da hinten. Okay, jetzt ist es ja auch unordentlich. Okay, so schnell geht's. Ich kann es einfach nicht. Cool. Ja, jetzt habe ich jetzt hier die Mehl. Oh, ist das mal hier? Nee, die ist halt noch nicht fertig, ne? Grün Mate. Ihr seid alle noch nicht fertig. Ihr seid alle noch grün hinter den Ohren. Und jetzt werdet ihr alle noch trocken. Das gibt's ja nicht. Ja, ich wünschte, ich könnte hier ein bisschen mehr ernten. Das würde mir sehr gut gefallen. Aber ich muss halt dann noch warten. Ich habe jetzt auch hier wieder ordentlich was reingeschmissen. Dauert alles noch ewig. Melotoffel. Ich habe jetzt die beiden Süßwartoffeln, die ich noch übrig hatte, auch noch reingeschmissen, weil ich eine braune Kuh besitze, die soweit ist, dass sie mir braune Milch krediert. Das dauert noch ein bisschen. Kann ich denn überhaupt irgendwas machen? Die Blaumate. Das dauert... Eine seltene Kreuzung. Was ist denn jetzt eine seltene Kreuzung? Wahrscheinlich wirklich was Seltenes und was ist sel okay, was Logisches, aber... Hi, ich habe ein neues Tier für dich. Komm mal her. Hallo. Sag Hallo zum neuesten Mitglied deiner Nutztierfamilie. Ach, und wenn du schon dabei bist, kannst du ihm auch gleich einen Namen geben. Boah, ich habe lange überlegt, ne? Es kommentiert momentan kaum jemand. Ja, aber es hatte mal eine Helena kommentiert. Deswegen nenne ich es jetzt Helena. Nein, danke. Ich war mit einer Helena als Kind gut befreundet. Ich frage mich, was aus dir geworden ist. Helena, gute Wahl. Kümmere dich gut darum, in Ordnung? Mhm. Ja, genau. Perfekt. Helena ist in the house. Was ist hier los? Habe ich nochmal welches bestellt aus Versehen? Oh, jetzt habe ich aus Versehen. Ich habe anscheinend zweimal über 60 Foto bestellt, weil ich beim ersten Mal vergessen habe, dass ich es bestellt habe. It's me. Ich bin doof, aber ist okay. Boah, ich wünsche, es gäbe hier irgendwie so eine automatische Futtermaschine einfach. Dann müsste ich die Tiere nie wieder selbst füttern. Oh, da liegt ein Ei. Wie kommt das denn dahin? Verrückt. Ja, wir können noch ein bisschen überlegen, wie wir uns noch bei einzelnen Dorfbewohnern hier einschleimen können. Da ist ja hier und da ja doch noch mal ein bisschen Luft nach oben. Hätte ich gesagt gehabt. Nochmal so. Und so. Und vielleicht hier nochmal ein bisschen. Mal hier und da mal so ein bisschen einstreuen überall. Okay, wie viel kriege ich eigentlich für so ein... Ach, die haben alle nur B-Rang. Das ist minderwertige B-Ware. Die müssen noch mal alle noch eine Weile gedüngt werden. Was ist denn hier los für ein Begängnis? So. Okay. Ich schmeiß trotzdem alles hier rein. Rein da, rein da, rein da. Ja, normale Eier können auch rein. Wie schön, dass ich vor allen Dingen auch hier überall so ein bisschen was... Okay, ein bisschen Ziegenmilch kann ich auch noch reinschmeißen. Was ist denn das jetzt hier? Sternmilch. Kann ich ja eigentlich auch mal reinschmeißen. Dass man immer ein bisschen was von jeder Milch da hat. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, so ein bisschen jedenfalls. Wir gucken mal. So. Ich habe noch Erdlohne.
Ich habe noch so viele Sachen eigentlich, ne? Ich muss hier mal untereinander noch irgendwas kreuzen, dass Wester auch mal zufrieden wird und mir mal die bessere Hackerente überreicht. So, ich koche mal irgendwas, Hauptgerichte, damit ich die Leute da irgendwie damit dann beglücken kann. Ein paar Sandwiches zum Beispiel. Wer will keine Sandwiches? Jeder will Sandwiches. Habe ich irgendwie sowas wie Kräuter? Ja. Ich mache mal 12 Stück. Ja, ist okay. Yay. Nach Rezept. Noch irgendwas Tolles. Ein Dessert vielleicht. Bahn-Orangen-Marmelade zum Beispiel. Blaue Marmelade. Eiertarte. Punzkuchen. Karottenkuchen. Das ist ja schon an der Hand hier eigentlich so, ne? Nehmen wir einen Karottenkuchen. Nehmen wir ein bisschen noch. Nehmen wir einfach mal hier die normale Milch, die ich gerade dabei habe. Nehmen wir hier einfach ein paar Karotten. Karotte A, Karotte S, Karotte B. Nehmen wir mal die schlechten Karotten. Wie viel kann ich machen? 15, los geht's. Ja. Karottenkuchen für alle. Magisch, das ist immer so schön saftig. So, da haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen fürs gesamte Dorf gekocht. Kann ja noch gut werden, oder? Mal sehen. Hallo Sohnemann, möchtest du Karottenkuchen? Oh, hey Mama. Boah, ja. Sieht man das nicht? Wow, sieht appetitlich aus. Möchtest du nicht haben? Okay, er hat irgendwie keinen Bock. Möchtest du ein Sandwich? Okay, dann halt nicht. Weißt du, wenn ich will, der hat schon. Chris sieht aus wie eine, die ein Sandwich annimmt. Stimmt's, Chris? Chris? Also die Texturen auf ihrem Kopf. So, ja, das sieht gut aus, oder? Ich hatte ja keine Ahnung, ja. Nimmst du das jetzt? Nimmst du den Karottenkuchen? Nimmst du das Ei? Immerhin. Okay, ich sehe schon, meine Kochkunst wird jetzt hier nur bedingt appreciated. Oh, hi Molly. Bin ich eigentlich mit Molly schon maximal befreundet? Ich habe da keine Übersicht gerade. Also ich habe eine Übersicht, aber nicht im Kopf. Oh nein, tatsächlich nicht. Molly, my girl, möchtest du einen Karottenkuchen? Probier mal. Mein lieber Schwan. Ach du dicker Hering. Bitteschön, möchtest du einen Karottenkuchen? Dann nimmst du den jetzt? Ja, der ist für dich. Möchtest du noch was? Ich hab hier noch was. Es ist super schwer, sich mit dir anzufreunden, my friend. Möchtest du noch ein Ei? Möchtest du Milch? Okay, jetzt arbeitet er. Ich habe ihn einfach versucht, so viel wie geht irgendwie in die Hand zu drücken. So, Molly, Girl, lauf mal nicht so weit weg hier. Wir probieren mal. Sie sieht noch erstaunlich jung aus. Hat auch so ganz leichte Krähenfüßchen, aber sie hält sich wacker. Möchtest du noch ein Sandwich? Maybe. Okay, dann halt nicht. Gibt es noch irgendwelche Leute, die kostenlose Lebensmittel haben möchten? Imagine läuft einfach rum. Möchtest du hier? Ich habe Sandwiches gemacht. Ich habe zu viele gemacht. Nimm die. Merci. Wir müssen da auch mal Freunde werden, Sina. Ich muss mich da auch mal ein bisschen mehr reinhängen. Guck mal, ich habe Marmormilch. Ja, da kannst du versuchen, ja Käse draus zu machen. Hatten wir ja jetzt. Möchtest du denn noch eine? Möchtest du ein Ei? Einfach vollstopfen mit Geschenken. Dankeschön. So, das reicht aber. 3 Geschenke reichen für dich. Sina! Was gibt's hier? Nichts. Hi, möchtest du ein Ei haben? Ah, Yummy, guten Tag. Ein prächtiges Ei. Das ist für dich. Ist sogar befruchtet.
Magst du vielleicht Karottenkuchen? Das sieht fantastisch aus. Ja, dann nimm's doch. Möchtest du ein Sandwich? Möchtest du ein Sandwich? Okay, das ist irgendwie ein schwieriges Publikum. Magst du Super Sashimi? Bestimmt, oder? Ich dachte, da magst du Fischzeug? Ja. Bad Dog? Just take it. Du halber Cyborg, du. Möchtest du noch eins? Möchtest du vielleicht gegrillten Kabayaki-Fisch? Möchtest du eine Marmormilch? Ich hätte vielleicht noch irgendwie frisches Obst oder Gemüse, also so Früchte noch mitnehmen sollen oder sowas. Das hätte vielleicht auch geholfen. So, die beiden Pros, die sind, glaube ich, jetzt am Basteln oben, ne? Da kann man, glaube ich, jetzt nicht so viel erwarten. Bezüglich dem Annehmen von Geschenken zumindest. Hey, was geht? Ja, Auftrag? Nee, zum Plaudern. Ja, komm, spielen wir mal ein, zwei Runden. Ziehen wir es immer wieder ab. Nein, bitte nicht. Ich glaube, dass man ja da so ein bisschen schwerer, aber auch so ein bisschen mehr random gearbeitet hat. Ich meine, was macht er da? Was ist das? Das ist wirklich sehr diffus, was er da tut. Ich sag's euch, Leute, da versucht er hier was Größeres. Da ist eine größere Sache hier auf der Spur. Ich finde, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn ich mich jetzt hier zubaue, das ist Kacke. Ich baue mich mal so ein bisschen um ihn herum, ne? Ich mach mal hier, ne? Kleiner Arsch. Ja, yep. Ja, wie glücklich sie schaut. Ist das nicht toll? Das macht doch noch einen da unten hin, dann sind wir durch. Ich muss sagen, ich habe das fertig gemacht. Und ich sehe irgendwie älter aus als er mit meinen Falten. Das ist nicht okay. Naja, verflixt, ich hab schon wieder verloren. Na los, gib her. Ich weiß, dass du es mir geben willst. Yeah, Bonbon-Erz. Das mag, glaube ich, Youth ganz gerne. Wenn ich ihn finde, der joggt wahrscheinlich hier irgendwo random durch die Gegend. So, willst du auch nochmal fertig gemacht werden von mir? Ah ja, ich liebe Spiele, los geht's. Ich bin froh, wenn ich mal es schaffe, mal mit irgendjemand anderem mal hier ein Minispiel zu machen. Es gibt, glaube ich, mehrere. Also nicht nur ein weiteres, sondern noch viel mehr. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der arbeitet ein bisschen vorhersehbarer und strukturierter. Was gut ist eigentlich, weil man so seine Züge besser vorhersehen kann. Aber da baut er. Ups. Ups, das habe ich jetzt gemacht. Das war doof. Was? Was sollte das denn jetzt hier werden? Ich mach mal hier oben weiter. Der wird gar nicht merken, wie ich ihn fertig mache, Leute. Ich sag's euch. Aha. Was hast denn du da Schönes, ne? Ich baue hier schön an dir ran. So. Das hilft dir aber nicht mehr. Ja, das macht schon Spaß, wenn man weiß, wie es geht, ne? Heftiger wäre es, wenn die KI irgendwie darauf trainiert wäre, mich daran zu hindern, das zu tun. Oh Gott, das wären dann epische Runden. Der würde fluchen. Was? Mich los, der Affe! Ja, kriegst du da ein komisches Bonbon-Erz. Okay, danke schön. Nächstes Mal kommst du aber nicht so leicht davon. Das wird man sehen.
So, und dann mehrt ihr mal in euren Feuerwerkskörpern rum. Ich gehe da mal. Okay, cool. Was geht ab, Freunde? Ist eigentlich Gordy mal wieder zu Hause? Ich glaube, mit denen habe ich mich hier so gut wie gar nicht angefreundet. Weil der immer mit seinen komischen verschränkten Armen da steht. Gordy, hör auf damit. Ich rede mal mit ihm. Das ist ja mal was, oder? Hey, wie geht's? Alles klar. Du darfst mich. Weißt du was, Gordy? Von mir aus. Na, gehst du raus? Okay, dann halt nicht. Ich glaube, ich werde mich mit allen anfreunden, außer mit Gordy. Oh boy. Oh. Meine Laternenblume. Wir können mal gucken, wo Youth ist. Daryl. Oh. Was haben wir denn da? Wo ist denn Youth? 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 Da, nee, das ist mein eigener Sohn. Youth? 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 Da ist Youth. Okay. Schauen wir mal. Ich will noch mal ganz kurz in die Bar gehen, weil da ist noch Garrett. Und mit Garrett bin ich jetzt auch nicht sonderlich befreundet, weil er irgendwie fast nie da ist. Da ist immer arbeiten, der arme Junge. Oh, das sieht ja schon unglücklich aus. Möchtest du vielleicht ein. Was für dich hierher? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Ich würde dir nur Super Sashimi geben. Möchtest du gegrillten Kabayaki? Nee. Möchtest du Sandwiches? Möchtest du einen Karottenkuchen? Nee, verzichte. Möchtest du ein goldenes Ei? Ja, okay. Schwer zu überzeugen. Schwer zu überzeugen, der Mann. Möchtest du Ziegenmilch? Na, immerhin, das nimmt er. Okay. Ich habe noch eine Laternenblume. Eine schöne Blume. Garrett, kann ich die dir schenken? Hör mal auf, hier an deinem Tresen rumzufummeln. Nimm die Finger weg von dem Tresen und nimm die Blume an. Na komm. Komm, nimm die Finger. Was machst du da überhaupt? Da klatscht da so. Jetzt. Okay, dann halt nicht. Hi, Nami. Ich gehe jetzt. Ich bin zu dumm hier. Wisst ihr, man gibt sich schon Mühe, aber keiner. Die können mir auch mal entgegenkommen und was schenken. So, Naja, Lou kann ich auch noch. Oh, Lumina haben wir jetzt am maximal. Lou. Gucke ich gleich mal noch. Molly, Ja, Gavin. Sally. Sally ist auch immer sonst wo. Ah, hi, 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 hi. Prudi? Bleib mal stehen. Er bleibt nicht stehen, aber ich sag's gerne. Hier, guck mal, ich hab Zuckerbonbon-Erz. Wow, das ist für dich. Wow, hey, danke. Cool, ne? Möchtest du irgendwie sowas wie Ziegenmilch? Möchtest du Sandwiches? Okay. Hätte ja sein können, das wäre irgendwie. Kultur hat! Hat aber nicht. Okay, das Pool. Und gehen wir mal hier kurz rein. Hallo? Lu, magst du gegrillten Kabayaki-Fisch zufälligerweise? Danke! Nimm. Ja. Just take it. Hier hast du eine Laternenblume, die kannst du auch haben. Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum man etwas entbehren soll. Was sind für Bären? Ach, da bin ich ja ganz aus dem Häuschen. Ja, dann nimm. So, ich glaube, Lou und ich jetzt hier Best Buddies forever. Okay, nee, Eier ist jetzt anscheinend nicht so ihr Jam. Magst du Karottenkuchen? Oh, nee, hat auch nicht so Bock drauf jetzt. Na gut. Ja, danke. Ich wollte es dir gar nicht zeigen. Du darfst nicht gucken. Okay. Ja, cool. Hätte besser laufen können, aber die meisten, also wahrscheinlich wirklich auch mehr so mit Feldfrüchten und so arbeiten. Ich dachte halt so, wisst ihr, ich tue denn was Gutes, indem ich denn was koche, aber das wird halt eben nicht genügend appreciated hier in diesem Dorf.
Die wollen einfach alle Feldfrüchte direkt haben anscheinend und Eier und Milch. Bin ich so schlecht im Kochen? Just asking. So. Ein Ei und noch ein Ei. Hat noch irgendjemand Eier für mich, von dem ich wissen sollte? Wo sind hier Eier? Eier, Eier, Eier. Ist hier, ach, hier, da ist noch eins. Und da ist auch noch eins. Eins. Okay, cool. Alles klar? Dann muss ich ganz dringend aber nochmal alles gießen, ne? Boah. Die Dinger schießen wieder. Oh. Jetzt will ich immer mit der Melkmaschine gießen und mit der Gießkanne melken. Was stimmt mit mir nicht? In meinem Kopf ist da irgendwie so eine ganz komische Verknüpfung schon seit Jahren. Aber ich weiß nicht, wieso. Ja, das ist strange. Na gut. So, machen wir hier weiter. Ist irgendwas hier fertig? Nee, natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich gieße immer nur, aber ernte nie was. Nur Arbeit hier. So, und hier nochmal. Das ist eh nichts mehr groß. Aber hier habe ich gegossen, die Ecke, ne? Ja. Man will ja auch gründlich arbeiten. Okay, und eines Tages habe ich auch mal dann braune Milch. Kann es kaum erwarten. Ja, gut. Na, Jutti. Was sagt die Zeit? Ja, schon gut fortgeschritten wieder. Nein, wir gehen mal erstmal ins Bettchen. Huh? Oh, stimmt, Sommer. Hey, Jumme, das Feuerwerk-Festival findet statt. Ladet mich ein, obwohl ich euch vor uns noch fertig gemacht habe? Naja, los geht's. Prima, Abmarsch. Oh, wie Karl keinen Bock auf die Scheiße hat. guckt ihn euch an. Ja, einfach keinen Bock drauf hat. Die Familie ist auch dabei, ja? Ist dann so normal ein Laus über die Leber gelaufen oder was? Wieso tun Erwachsene eigentlich so, als ob sie nie Teenager gewesen wären? Was soll denn das? Ist doch klar, dass er keinen Bock auf sowas hat. Ah, das musst du nicht zu Herzen nehmen. Du hast ihn gut erzogen. Er drückt sich halt auf seine Art aus. Dieses Feuerwerk wird so ein Kracher, dass er es auf keinen Fall verpassen wollen wird. Ist doch ganz normal, dass sie keinen Bock drauf haben. Alles klar, Leute, gleich geht's los. Alle schön nach oben schauen. Wunderschön. Das habt ihr toll gemacht. Wie ein Camper. Karl ist schon weg, oder? Lass ihn doch. Er ist eben in einem gewissen Trotzalter. Da kann man nichts machen. Ich erinnere mich, dass ich auch durch so eine Phase gegangen bin. Damals bin ich ziemlich genervt davon gewesen, wenn man mich zu etwas überreden wollte, auf das ich keine Lust hatte. Vielleicht brauche ich noch ein wenig Zeit, um ein paar Dinge in seinem Kopf zu ordnen. Meine Eltern und Schwester muss es mit mir genauso gegangen sein. Also ganz normal, wenn die dann älter werden, das ist halt eben dann auch... Ja, was halt eben älter, was auch selbst geschlechtsreif und das ist halt eine ganz normale Selbstfindungsphase, in der man Autonomie erwerben möchte und sich von dem eigenen Elternhaushalt distanzieren möchte. Also, weil man halt eben ja, selbstständig werden möchte einfach. Das ist passiert unbewusst und diese Phase hat nicht jeder. Also manche sind anscheinend als Teenager super chillig und alles cool. Aber viele wollen sich dann halt einfach dann auch von den Eltern distanzieren und was eine eigene Identität, ein eigenes Ich aufbauen. Und das ist halt total normal. Und dann, ich wüsste halt eben auch nicht, wie ich als Elternteil darauf reagieren würde. Weil man möchte ja trotzdem als Familie gemeinsam was machen. Sie gehören ja trotzdem noch zur Familie dazu. Aber, will man die dann dazu jetzt quälen, dazu zwingen? Ich weiß es nicht. Ist schwierig.
so. Na, no, er schläft. Vielleicht mache ich so, dass ich mir das dann so, wenn ich mal Kind haben sollte, dann so zum Geburtstag wünsche. Zum Geburtstag will ich, dass wir dann und dann gemeinsam da und da mal hingehen. Dass es dann das Geschenk ist oder so. Und mehr würde ich dann nicht erwarten wollen. Gute Nachrichten, der Ausbau des Geflügelstalls ist abgeschlossen. Oh, das ging schnell. Passiert jetzt auch noch einiges am Ende der Folge. Okay. Oh, sogar zweimal Futter. Und mehr Platz. Und sogar einen riesigen Flachbildschirm. Da. Nein, Spaß, wird wahrscheinlich einfach eine Tafel sein. Aber sieht aus wie ein riesiger Fernseher. Wenn nichts drauf gemalt ist. Ziemlich geräumig, was? Ach, der Platz sollte für 16 Tiere ausreichen. Wir haben auch noch einen weiteren Brutkasten. Jetzt kannst du zwei auf einmal ausbrüten. Cool, zweimal auf einmal enttäuscht werden. Klasse. Toll. Und die wichtigste Frage, wo sind die ganzen Hühner? Gleich mal hier, wisst ihr was? Ich bin ein richtiger Arsch. Ich gehe einfach durchs Zimmer meines Sohns durch. Ich versuche es immer zu vermeiden, weil Privatsphäre. Ich verstehe eh nicht, warum die noch eine zweite Tür da reingemacht haben. Muss das Zimmer meines Kindes ein Durchgangszimmer sein? Ich glaube nicht. Das muss nicht sein. So, was geht? Wo sind... Achso, ich hab die... Hä, wo sind alle? Aber ich hab's ja gerade rausgerufen. Hä? Hab ich hier noch hier? Komm, das befruchtete Ei. Rein da. Perfekt. Und heute kommt Van wieder. Das ist der dritte. Mensch, Leute. Hier ist was los. Hier, Hühnerfutter schmeiß ich auch rein. Falls was ist, haben sie jetzt doppelte Möglichkeit zu überleben. Yay! Cool. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play Story of Seasons, A Wonderful Life.